Ja, vielen Dank, Birgit, für deinen hintertriebenen Vorschlag, dass wenn die großen Expertinnen zu Katharina von Zimmern nicht an unser Katharina von Zimmern Festival kommen wollen, dass wir halt einfach, wie es wirklich ist, vorlesen, wie es Caroline Arni, Professor Doktor an der Universität Basel, aufgeschrieben hat in diesem wunderschönen Büchlein Lauter Frauen, 12 historische Porträts. Eine gute Idee. Und danke Peter für den Vorschlag, dass ich das hier mache. Hier unten ist das Kloster Dissetis, gleich unterhalb. Wohne, lebe, liebe, arbeite, weiß der Geier was ich. Und dann gehe ich jeweils hoch, Hashtag Twandern. Also gut, ich hoffe, die Tonqualität wird es machen. Ich lese Lob der Frauen, Katharina von Zimmern. Wie groß die Stücke waren, die man aus dem Fronaltar der einen Kirche herausbrach, um sie in der anderen Kirche in eine Kanzel einzufügen, steht nicht in den Geschichtsbüchern. Sicher aber gelangt der Stein über den Fluss, wurde auf der einen Seite abgetragen und auf der anderen eingebaut. Aus den Kirchen verschwanden die Bildnisse, die Gottesmütter, die Farben. Das Wort machte sich breit, das verständlich Gesprochene, das niemanden verwirrt sein sollte, vor dem nun aber auch niemand mehr sicher war. Das Schöne, das furchterregende Wort, Waffe und Versprechen der Reformation. Katharina von Zimmern war Neuerungen zugetan und der reformatorischen Ideen vermutlich nicht abgeneigt. Sie besitzt entsprechende Schriften, darunter Huldrych Zwinglis Predigt über die göttliche und die menschliche Gerechtigkeit, von seiner Hand der gnädigen Frau Äbtissin gewidmet. In der Kirche der Frau Münsterabtei, der sie vorsteht, wird für und wider den neuen Glauben gestritten. Wie farbig sollen die Kirchen sein? Dürfen die Gemeinden ihre Pfarrer selbst wählen? Können Priester heiraten? Und gefallen Gott die Gelübde der Nonnen überhaupt? Wortgefechte werden ausgetragen zwischen Kapellen. In einer hatten einst 3 Tage und 3 Nächte lang die Reliquien der heiligen 3 Könige geruht. Nun ist alles frisch geschmückt und ausgemalt, die Glocke umgegossen und neu geprägt. Ein Vers in klassischer Form verrät die humanistischen Neigungen der Äbtissin, die alles hat neu herrichten lassen und sich als Einsiedlerin bezeichnet. Tatsächlich lebt zu diesem Zeitpunkt außer ihr keine Stiftsfrau mehr in der Abtei. 2 unbotmäßige Nonnen noch, ausgeschlossen vom Kloster Selnau. Sie nimmt sie auf und nennt sich die letzte und einzige Chorfrau. Die Stadt Zürich plant die Aufhebung der Klöster. In den umliegenden Ortschaften mögen die Bauern keine Zehnten mehr an die Abtei zahlen. Sie wissen jetzt, dass im Evangelium davon keine Rede ist. Auch Frauen führen das aufmüpfige Wort. In Wipkingen werden Bilder von Heiligen zerschlagen. Man trägt sie zum See und wirft sie hinein. Anderswo fließt Blut im Kampf um den rechten Glauben. Der Friede steht auf dem Spiel. Viel, ja, alles hängt davon ab, was die Äbtissin tut. Die Stadt hält den Atem an und am 30. November 1524 erklärt Katharina von Zimmern ihren Verzicht auf die Abtei. Sie hätte sich an den Bischof von Konstanz wenden und die Partei der Papsttreuen mobilisieren können. Immerhin stand sie nicht irgendeinem Kloster vor. Seit 3 Jahrhunderten war die jeweils amtierende Äbtissin des Frau Münsters zugleich Herrin von Zürich. Kam ein König, so wurde er von ihr begrüßt.
Zwar waren seither viele Rechte an den Rat der Stadt übergegangen, in der seit einiger Zeit Handwerkerzünfte den Ton angaben, doch noch tragen die Münzen das Bild der Äbtissin, herrscht sie über zahlreiche Dörfer in der Umgebung, verfügt über Begnadigungen und Asyl. Jetzt aber gibt Katharina von Zimmern all das her, samt und sonders, wie es in der Übergabeurkunde heißt, gibt dem Bürgermeister, dem Rat und den Bürgern der Stadt Zürich das Gotteshaus, die Privilegien, die Pachturkunden und andere Urkunden, Urbare, Rodel und Register, Freiamtsleute und Amtsrechte, Hörige und Dörfer und Höfe, gibt all das noch einmal, steht es in der Urkunde, samt und sonders gut und willig und nicht gezwungen. Der Stadt, in der nicht nur um Glaubensdinge, sondern mit der auch um Freiheiten gestritten wurde, blieb damit eine weitere blutige Eskalation erspart. Vor nicht allzu langer Zeit hatte sie eine Revolte ihrer Bauern überstanden und nun konnte der Rat die Klöster aufheben, die Schule der Frau Münsterabtei übernehmen, selbst die Armen versorgen und die Kranken pflegen. Im Großmünster sollte Zwingli künftig auf einer Kanzel aus Steinen predigen, die im Fronaltar des Frau Münsters Zeugen der Weihe und des Gelübdes der letzten Äbtissin Zürichs gewesen waren. Und vor ihr, der hochadeligen Katharina von Zimmern, lag eine komfortable Existenz. Bei der Übergabe der Abtei hatte sie sich als Bleiberecht in der dort gelegenen Wohnung gesichert, auch das Recht, ohne Vormund über ihr Vermögen verfügen zu können und vom Rat auf Lebenszeit versorgt zu werden. Brennholz aus Tanne und Buche, vereinbarten Mengen an Getreide, 65 Eimer Wein und 353 Pfund Zürcher Währung, Gemüse aus einem Nutzgarten. Doch sie heiratet. Nur wenige Wochen nach dem Verzicht auf Abtei und Abt nimmt sie sich in Schaffhausen einen Ehemann aus verarmten und niederem Adelshaus, der keinen Fuß auf Zürich-Boden setzen darf. Unlängst wurde Eberhard von Reischach von der Stadt zum Tode verurteilt, weil er für einen in Ungnade gefallenen jungen Herzog Soldaten angeworben hatte. In Missachtung des Verbots der eidgenössischen Tagsatzung. 300 aus Basel, 500 aus Neuenburg, 300 aus Unterwald, aus Solothurn 300 und aus Zürich 1000, von überall her insgesamt 13.900. Nun ist sein Haus in Zürich verschlossen und keiner in der Stadt darf über die Angelegenheit sprechen. Bald jedoch wird die Sache zu Tode geschwiegen sein, da lässt man das Paar 4 Jahre nach der Heirat wieder in die Stadt. Katharina von Zimmern kommt als Mutter zurück. Zwischen ihrem 47. und ihrem 51. Jahr hat sie einen Sohn geboren, dessen Name die Familienchronik nur unleserlich überliefert, und eine Tochter Anna, die sie alleine großziehen wird. Das Brüderchen ist früh gestorben, der Ehemann wird bald in der Schlacht bei Kappel fallen. Und die Äbtissin ist zur Mutter geworden, spät im Leben oder vielleicht früher schon. Es gab in Zürich eine Regula Schwarz, von der es hieß, sie sei mit der Äbtissin verwandt. Richtig verwandt. Vielleicht eine uneheliche Tochter ihres Bruders? Zwingli nennt die junge Frau nicht beim Namen, als er in einem Brief Erkundigungen über einen Heiratsanwärter einholt. Aber er schreibt, die Äbtissin liebt das Kind zärtlich. Bald heiratet Regula. Im selben Jahr wird Katharina von Zimmern und unterhält von dieser 500 Gulden Heiratsgut. Sie ist da 14, 15 oder 16 Jahre alt. Regulas Tochter Salomea wird in ihre Ehe einbringen, was ihr Katharina von Zimmern dafür vermacht hat. 100 Pfund, eine Bettstatt, Tuch für einen Oberrock. Am Sohn Sebastian Uriel werden Schriften aus der frühen Reformationszeit fallen, 2 davon der Äbtissin von Zürich persönlich gewidmet. Nirgends steht es geschrieben. Im St. Galler Taufregister hat Regula keinen Nachnamen, aber Münzen, Stoff, Möbel und Schriften gehen von Katharina von Zimmern an sie und ihre Kinder über. Fürsorge einer Tante für ihre Nichte?
Auf der Grabplatte von Regulas Sohn Sebastian Uriel werden dessen Nachkommen links von seinem Ebenbild auf der Mutterseite zwei Geschlechtsnamen einmeißeln lassen. Nicht nur denjenigen der Grafen von Zimmern, sondern auch denjenigen der Reischachs. Vielleicht also war Katharina von Zimmern längst Mutter, als sie die Abtei übergab und heiratete. Hätte als Äbtissin eine Tochter geboren, ihr den Namen Regula gegeben und sie schon viel früher mit Eberhard von Reischach verbunden. Sicher kannten sie sich schon lange. Eberhard von Reischach hatte sich, bevor er in Ungnade fiel, für Zürich Verdienste erworben und dafür von der Stadt das Bürgerrecht erhalten. In den Badener Bädern gab er Feste aus, wie es üblich war für jene, die das Geschäft der Allianz und des Kriegs betrieben. Gab Feste aus und empfing Geschenke. Jedes einzelne wurde auf einer Liste verzeichnet. Einer, vielleicht ganze zwei Ochsen, drei Baumfische, Lachs und anderen guten Fisch, auch ein Blattfisch, Rehböcke, zwei Sauglämmer, einen Wildbretbraten, vier Enten, zwei Gänse, zwei Haselhühner, auch Käse und Schabziger, Wein, Kuchen wecken, Zuckererbsen, einen Semmelring, Kuchen mit Zucker und solchen Pomeranzen, aus der Hand von Söldnerhauptmännern, Kaplanen, Richtern, Wirten, Zunftmeistern, Chorherren und Bürgermeistern überreicht durch Boten aus Bruck, Diesenhofen, Klingenau, Schaffhausen, Zug. Und sie, Katharina von Zimmern, hatte sich zwar als Äbtissin eine Einsiedlerin genannt, aber ihr Leben war nicht einsiedlerisch gewesen. Nicht, als mit ihr andere Frauen im Frau-Münster-Konvent gelebt hatten und auch nicht, als nur noch sie übrig geblieben war. In der Abtei hatten Stiftsdamen und Chorherren rituelle Zeremonien gemeinsam vollzogen. Die Frauen lebten in individuellen Haushaltungen und als Stadtherrin war die Äbtissin zugegen bei städtischen Feierlichkeiten, hat Teil an der Geselligkeit der oberen Stände. Sie gehört dazu als Angehörige einer Familie aus dem schwäbischen Hochadel, die am Aufbau des habsburgischen Weltreichs beteiligt war. Und sie wusste genau, was es bedeutete, sich mit einem zu verbinden, der dem Streit und dem Gefecht nicht aus dem Weg ging. Nachdem ihr Vater in einer Fehde unterlegen war, hat sie als Kind ihre Heimat auf Schloss Meßkirch verloren. Was hat der neue Herr nicht alles anstellen müssen, weil ihre Mutter sich nicht vertreiben lassen wollte? Möbel um Möbel, Leintuch um Leintuch hat er aus dem Fenster geschmeißen lassen, müssten bis doch noch aufgab und mit 11 Kindern nach Wesen an den Walensee flüchtete. Vielleicht, also war die Äbtissin einfach verliebt, schon längst und warum auch nicht. Den Reformatoren hatte es ja recht sein können, ihnen, die ein eheloses Dasein für verachtenswerten hielten, für Unzucht anfälligen Unfug, den man in Klöstern praktizierte, wo Frauen mit Frauen lebten und Männer mit Männern. Und sicher ging Katharina von Zimmern, als sie die Abtei mit dem Ehemann Ehestand vertauschte, nicht den Weg von einer körperlosen Spiritualität zu einer körperhaften Liebe. Der fromme Glaube, dem sie verschrieben wurde, als sie mit fast 14 Jahren ins Stift gekommen war, dieser Glaube hatte sich seit bald drei Jahrhunderten an den Körper geknüpft. Nicht an das biblische Wort, sondern an das Gefüge aus Gliedern, Organen, Knochen und Fleisch. Lebendig oder tot, ganz oder in Teilen, beherbergte der Körper das Heilige. An diesem Teilhaben hieß Grenzen zwischen Körpern einreißen, hieß Aussätzige küssen, Badewasser von heilig geglaubten Männern trinken, Milch von heilig geglaubten Frauen. Wer sein Fleisch Schmerzen machte, war Christus nahe. Und von einem Bischof wurde berichtet, er habe am Knochen der Maria Magdalena genagt. Überhaupt war diese Zeit das Mischen leicht gefallen. Geist und Körper, Mann und Frau, Selbst und Materie. Das eine war nicht dasselbe wie das andere, aber beides war verbunden miteinander. Manchmal auch durch die Fähigkeit der Verwandlung. Aus Christusliebe floss Milch.
Jesus war auch eine stillende Mutter und Mystikerinnen wurden zum Fleisch Christi, wenn sie ihre Körper ausfließen ließen. Blut aus der Nase, Milch aus den Brüsten, mehr noch als die Spiritualität der Männer gingen die der Frauen in Fleisch und Blut über, waren ihre Körper von Gottes Blut benetzt und drangen in dessen Eingeweide. War diese Vermischung ihrer Glieder und Flüsse mit dem Göttlichen und ein Widerstand gegen die Herabsetzung und Verdammung des Körperhaften? Die Frauen konnte diese Verachtung ja nicht unberührt lassen, sie, in deren Körper andere Körper wuchsen. Katharina von Zimmel war keine Mystikerin. Im neuen Frau-Münzer-Trakt, den sie errichten und mit Sprüchen und Schnitzereien schmücken ließ, waren es Buchstaben, die die Kreuzwunden Christi darstellen. WW, VWW, vier Nagelwunden und in der Mitte der Stich ins Herz. Buchstaben, also keine Überbleibsel von Heiligen, keine Knochen oder Stoffe. Die Äbtissin der Frau-Münster-Abtei war keine Mystikerin, aber sie mochte in den humanistischen Ideen eine Antwort gefunden haben auf die Frage, die auch diese bewegt hatte. Wie sich nicht einschüchtern lassen von denen, die nur immer wieder darauf herumritten, dass Gott in den Frauen kein Ebenbild habe. Ihr mochte gefallen haben, dass Humanisten wie Erasmus von Rotterdam gegen die Frauenverrechter im alten, aber auch im neuen Glauben ankämpften. Das Deckenfries im Empfangszimmer der Abtei jedenfalls, das sie auch neu hatte herrichten lassen, schickte jeden auf die Hut, der eingelassen wurde. Binder red und bin den Ohren bekennt, man den Esel und den Toren. Item wählen Frauen übel rett, der weiß nicht, was sin Mutter tät. Man soll Frauen loben, es sie wahr oder erlogen. Ein Esel und ein Tor, wer die Frauen verleumdet, wo doch keiner weiß, was seine Mutter getan hat. Besser, man lobt sie. In einen Holzfries lässt sie eine Sirene schnitzen. Es heißt, das Geschlecht der von Zimmern gehe auf die Verbindung eines Freiherrn mit einer Meerfee zurück. Und jeder kennt die Geschichten von den Meerfrauen. Sie haben alle ein Geheimnis, an das keiner ungestraft rührt. Katharina von Zimmer verzichtete nicht auf Macht, als sie die Abtei an die Stadt Zürich abtrat. Sie schickte sich auch nicht in eine reformatorische Ehebefehl, als sie heiratete. Sie handelte souverän mit dem, was das Leben von Menschen in ihrer Zeit bestimmte. Beziehungsnetze gesponnen aus wechselseitigen Abhängigkeiten und Ansprüchen, ohne die niemand überlebte. Beziehungsnetze auch, die Individuen zu Familien verflochten und Familien mit anderen Familien, auch mit politischen und religiösen Körperschaften. Sie übergab der Stadt die Abtei mit einer Begründung, die kein Zwingli und kein Rat, sondern nur sie selber formulieren konnte. Ihr Vater habe sie, als er sie ins Gotteshaus des Frau Münsters geschickt habe, in die Obhut der Stadt gegeben und nicht in jene der Kirche. Der Stadt also sei sie zuallererst verpflichtet, aus Treue zum Willen des Vaters. Die Stadt sei deshalb auch ihr verpflichtet, habe sie doch mit dem Eintritt ins Frau Münster ihr väterliches, mütterliches und verwandtschaftliches Erbe aufgegeben und darauf verzichtet. Die Stadt schulde ihr also, wenn sie jetzt von ihr die Abtei empfange, ihren Lebensunterhalt, die Zürcher Münzen, die Eimer Wein, die Klafter Brennholz, den Garten und die Wohnung. So bemächtigte sich Katharina von Zimmern der Handlungen, die üblicherweise unter Männern vollzogen wurden, wenn Frauen aus einer Beziehung in eine andere gelangten, aus dem Elternhaus in eine Ehe oder ins Kloster. Sie, die ihrem Vater vermutlich so zugetan war wie er ihr, die wohl auch seine Vorliebe für das geschriebene Wort teilte, sie brachte bei der Übergabe der Abtei nicht die Person des Vaters ins Spiel. Sie brachte die Beziehung ins Spiel, die diese gestiftet hatte, als ihr, wie sie der Urkunde heißt, Vormund und Vater. Nun gab ihr diese Beziehung die Freiheit, nicht denen zu folgen, die sie an den Bischof verweisen und zu Widerstand gegen die Stadt anstacheln wollten. Gab ihr die Souveränität, in Anspruch zu nehmen, was die Ordnung Gottes verfügte. Dass ihr die letzte und einzige Entscheidungsbefugnis über die Zukunft der Abtei zukam. So machte sie den Weg frei für die Ehe mit dem geächteten Söldnerführer, ohne Rücksicht auf die Stadt und ohne Zustimmung ihrer Brüder.
Dem Familienchronisten, einem Neffen Katharina von Zimmerns, blieb nicht verborgen, wie hier eine Frau nicht die Verhältnisse auf den Kopf stellte, aber sich das Recht herausnahm, über sich zu verfügen und zu wissen, was für die anderen gut sei. Am Ende seines langwierigen Berichtes über einen andauernden Erbstreit zwischen ihr und ihren Brüdern jedenfalls fiel ihm nur noch ein, was schon manchem zuvor eingefallen war und manchem danach auch noch einfallen sollte, wenn eine Frau so handelte. Die Äbtissin habe, schreibt der Chronist, unlöblich gehandelt, als sie das Stift der Stadt übergab. Und gleich nochmals, als sie sich einen unstandesgemäßen Mann nahm. Aber wie die Alten gesprochen, dass die Weiber lange Kleider tragen, dagegen aber kurze Sinn haben, bescheint sich in dieser Handlung wohl. Lang seien die Kleider der Frauen, aber kurz ihre Gedankengänge. Auch wenn wieder und wieder so getan worden ist, als wäre immer schon ein Urteil über die Frauen gefällt, von Gott oder der Natur, lautet auf Unvernunft, ist ihre Geschichte nicht gleichförmig. Katharina von Zimmern stand an einem Wendepunkt. Hinter sie rückte eine Epoche, in der Frauen als Angehörige eines Standes Macht haben und manchmal sogar ein Gemeinwesen verkörpern konnte. Vor ihr zog eine Epoche auf, in der Frauen als Frauen aus Positionen der Macht gebannt wurden. Doch in der Geschichte ist jede Wende ein Fixierbild. Diese hier führt auch von einer Zeit, in welcher der Macht der wenigen die Ohnmacht der vielen gegenüberstand. Zu einer Zeit, in der die Unfreiheit vieler die Idee einer Freiheit aller nähren sollte. Welche Geschichte also erzählen über Katharina von Zimmern? Sie hat Frieden gestiftet, indem sie auf Macht verzichtete. Aber vielleicht hat ihr auch einfach ihr Glück mehr bedeutet als Herrschaft. Vielleicht war gerade das ein Aufbegehren, vielleicht aber auch ein Sichfügen in die Verhältnisse. Ist es eine Geschichte der verlorenen oder gewonnenen Frauenmacht? Die Menschen der Vergangenheit, schrieb der Historiker Edward P. Thompson einmal, sind nicht für uns da gewesen. Sie gehören uns nicht, sie gehören sich selbst. Es war damals mit anderen Frauen beschäftigt, er selbst war damals mit anderen Frauen beschäftigt, als Katharina von Zimmern eine war. Nicht mit solchen, die reichlich über Wein und Holz verfügten und über Beziehungen, die selbst, wenn alles verloren war, die Flucht in den sicheren Hafen einer reichen Abtei möglich machten. Er war mit denen befasst, die hungerten, froren und nicht damit einverstanden sein wollten, wie die Reichtümer verteilt waren. Aber es gilt für alle Toten. Sie gehören den Lebenden nicht und sind diesen keine Antworten auf ihre Fragen schuldig. Wunderschön, Caroline Arni, lauter Frauen, 12 historische Porträts, erschienen im Echtzeitverlag, keine Ahnung wann, noch nicht so lange, ich finde es gerade nicht. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, nun geht es anders weiter. Keine Ahnung, ob ich in der Kamera bin. Aber ich freue mich jetzt, dass wir im Stundenrhythmus weiter Teilgaben haben. Und die erste Stunde wird gestaltet von Merzmensch, wie er heißt auf Twitter und Hallihallo. Er ist der Sekretär der Katharina von Zimmern und ich konnte in den Vorbereitungen auf dieses Festival hin mit ihm wiederholt reden und auch darüber, ob eigentlich diese Tochter Regula nicht viel eher der Vater der Erasmus von Rotterdam war, dass sie sich kennengelernt haben in der Druckerei von Froschauer, wie Erasmus von Rotterdam aus Basel gekommen, die Druckfahnen für ein nächstes Buch an der Frankfurter Buchmesse, die eben am Entstehen war. Ja, da gibt es dann halt Partys und also gut. Aber ich möchte da nicht vorgreifen. Ich freue mich riesig auf die nächsten Stunde und die nächsten Tage und ganz herzlichen Dank allen, die teilgeben werden, und gerne übergebe ich jetzt den Stream weiter an. Herzlichen Dank,
Nerzmensch!